Wir müssen dann auch vorspielen und darauf kriegen wir dann Noten. Meistens, wir üben das auch echt lange davor, bevor wir das dann aufführen. Und meistens kann ich davor dann schon richtig gut und ich mache mir dann auch eigentlich keine Sorgen, wenn wir jetzt dann irgendwie eine Aufführung haben oder wenn wir es dann für eine Note vorspielen. Ja, weil ohne Üben geht ja gar nichts. Man muss schon üben, damit man auch alles versteht, weil manchmal reicht es auch, wenn man sich nur die Noten anschaut. Aber üben macht eigentlich auch ziemlich viel Spaß. Wir haben das gut erklärt bekommen. Ich habe es dann immer zu Hause ein paar Mal durchgespielt und dann lief es eigentlich auch gut, weil die Stücke eigentlich perfekt passend waren für den Schwierigkeitsgrad. Halt Anfänger. Man wiederholt es einfach nochmal die Griffe und so. Die nehmen das mit nach Hause als eingeübte Bewegung, als Ritual definitiv mit den Übungen, die sie natürlich in ihren Büchern wiederfinden. Ich übe jeden Tag. Ungefähr 10 Minuten bis 20 Minuten. Eigentlich nur 10 Minuten mindestens, aber wenn man halt noch Lust hat, ein bisschen länger zu spielen, kann man auch eine Stunde bis, ja. Aber sonst sollte man auf jeden Fall schon 20 Minuten üben, wenn man noch nichts davor gespielt hat. Also ich übe mindestens 10 Minuten am Tag. Wenn ich jetzt mehr Lust habe drauf, 30, 40 Minuten. Ich habe für so ein Stück geübt, das wir jetzt beim Weihnachtskonzert gespielt haben. Ich wollte es einfach so richtig gut machen und damit ich keine Fehler mache. Großartig ist, wenn es dann da auch funktioniert. Und es darf natürlich auch immer nicht funktionieren in der Streicherklasse. Dann hat man noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Chance. Am besten wäre es natürlich, wenn man jeden Tag das Instrument in die Hand nimmt und wenn man dann da seine Muskeln trainiert, solange es, wie es die zeitlichen Voraussetzungen eben ermöglichen im Gymnasium. Am Dienstag habe ich zum Beispiel gar keine Zeit und Donnerstag habe ich viel Zeit, da hole ich das dann einfach nach. Da spiele ich dann halt echt 20 Minuten oder vielleicht auch sogar eine halbe Stunde. Ich habe halt dann an manchen Tagen ein bisschen länger geübt und dann noch was anderes gespielt, weil es mir so Spaß gemacht hat. Mein Rekord lag bei einer Dreiviertelstunde und da habe ich mir gedacht, weil da habe ich ein Lied bisher gar nicht gekonnt und da habe ich das dann halt zu Hause so oft geübt, bis ich es gekonnt habe. Und dann, als wir dann im Musikunterricht das wieder gespielt haben, habe ich dann gekonnt. Was eine unglaubliche Motivation bedeutet fürs Üben zu Hause, also wenn ich weiß, ich bin in der nächsten Stunde dran und spiele dieses oder jenes Stück vor, dann ziehe ich mein Instrument natürlich wesentlich öfter raus und setze mich hin und übe entsprechend.